Herrschaften. Ruhe im Saal und schön alle Mann die Flossen hoch. Sie sind alle Mann verhaftet. Und Sie zuerst. Ach, Entschuldigung, ich habe Sie verwechselt mit dem flüchtigen Massenmörder, wa? Na, weil die Frisur sind Sie auch selber schuld. Ist das Baumwolle oder Kunstseide, hm? Brütet da was drin, hm? Ganz ruhig, ganz ruhig. Auch du hier vorne. Sonst kriegt mein Knüppel hier eine Dauererektion. Klar? Was ist denn das denn? Ein Handy? Wen dein Handy ist das? Ausschalten, sonst Beule. Nee, das ist mein Handy. Jetzt nicht, klar? So, immer noch ganz ruhig, mein Freund. Auch du. Sonst trägt dir das Gesicht auf den Rücken. Dass du 3 Wochen aus dem Rucksack frisst, klar? So, damit das gleich klar ist hier im Saal, ich bin für heute Abend hier in Lutherstadt Wittenberge in dem Theater die Security-Chefin. Denn nur wo Security draufsteht, ist auch Security drin. Klar? So, Roberta Hartmann mein Name. Und wer hier ohne meine Erlaubnis lacht, hat ein Rendezvous mit seinem Schicksal. Und das heißt Roberta. Meine Freunde nennen mich auch den Roberta Minator. Aber ich hab keine Freunde, klar? So, nun mal keine Angst hier vorne, Sie können aufatmen, wa? Ich habe umgesattelt. Das hier ist nur noch ein Nebenjob. Ich mache jetzt im privaten Sicherheitsgewerbe. Kurzum, ich bin die neue Sicherheitschefin im Vatikan vom Papst. So eine Art Oberaufsicht in eine Schwulen-WG, wa? So vielen geht jetzt durch den Koppel. Wie bin ich an den Job gekommen? Na, hochgeschlafen habe ich mal nicht. Nee, da war so ein Inserat in der Zeitung von Fummelratze höchstpersönlich. Da stand: Papst sucht Sicherheitschef. Anforderungsprofil: Im Vatikan suchen wir jemanden, der nicht sofort aus den Augen blutet, wenn er mal eins auf die Murmel kriegt. Reinlichkeit, gepflegtes Äußeres und ganz wichtig, jemand, der absolute Kontrolle über seinen Knüppel hat. So, dann stand da noch: Keine Frauen bitte. Na, ich hab ein Foto von mir hingeschickt, wa? Zack, hatte ich den Job. So, an meinem ersten Tag in Rom wurden mir erstmal die Beine rasiert. Daraus haben die Jungs von der Schweizer Garde warme Mützen gekriegt. Natürlich muss ich mir auch an die klerikale Kleiderordnung halten. Ich habe mir gleich so eine hohe Mütze nähen lassen. Vorne groß drauf gestickt: Mein Wille geschehe. So, ich hab da alle Hände voll zu tun. Na, was Vatikan kann Mutti schon lange, wa? So, tägliche Aufgaben, morgens aufstehen, waschen, schminken, Haare kämmen. Also nicht mir, sondern dem alten Zölibat zu Hause. Und der dauert immer, bis ich den Wackeldackel angezogen habe. Oben Onkel, unten Tante. So, danach heiliger Stuhlgang. Bin ich auch immer mit dabei.
Wundert sich auch keiner, Mädchen gehen immer zu zweit auf die Toilette, wa? So, und als Security-Chefin bin ich natürlich auch für das leibliche Wohl von Superratze verantwortlich. Ich bin sozusagen die Vorkosterin. Ausgefallene Speisekarte bei die Tuntentruppe. So, Vorspeise, verlorene Eier im Schlafrock. Hauptspeise, gebratene Domspatzen. Und Nachtisch, dann wahlweise Herrentorte. Spritzgebäck. Oder Petersburger Bubenzippel, wa? So, und als Absacker schöne Pulle Klosterfrau Melissengeist. Sie wissen ja, wenn es vorne juckt und hinten beißt, nimmt Klosterfrau Melissengeist, wa? So, gegen 15 Uhr muss ich dann das Papamobil starten. Die fahrende Vitrine. Na, das ist ein Hobel. Von 0 auf 10 in 5 Minuten. Da fliegen einem nicht gerade die Haare nach hinten. Kommen wir mal zu den Features von dem Ding, wa? Serienmäßig Kreuzgangschaltung. In dem Fall Katalysator. Dann Getränkehalter für den Messweinbecher. Und rundherum Heiligenscheinwerfer. Ich schwöre Sie, wenn Petrus so ein Pferd gehabt hätte, wa? Wäre das Christentum niemals über die Stadtgrenze von Rom rausgekommen. Und ich achte darauf, dass die Karre keine Knöllchen kriegt. Ratze neigt ja dazu, ständig im Halteverbot zu packen. So, und unterwegs wird dann alles heilig gesprochen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Heilig, heilig, heilig. Auch so Parkplätze, öffentliche Baumärkte, Obi et Orbi. So, dazwischen immer beten, 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 beten. Den ganzen Tag hetzt diese Evolutionsbremse mit seinen roten Prada-Schläppchen. Von der Messe in der Paulskirche, Messe um Petersplatz, Hannover-Messe. So, nun wollen Sie sicher von mich wissen, Roberta Hartmann, sind Sie eigentlich gläubig? Nee. Na, warten, 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 nee. Wenn ich hier mir so manche Gesichter im Publikum ansehe, ne, kann man wohl kaum von einem gerechten Jott reden. Ihr Gesicht sollte auch mal eine Pizza werden, wa? Also Ratze glaube ich schon, dass der Feste dran glaubt, regelmäßig den heiligen Bimbam zu treffen. Immer eine Woche kommt im Vatikan der örtliche Weihrauchdealer. Dann wird in den Gemächern stundenlang die neue Ernte probiert. Na, kein Wunder, dass die hinterher dran glauben, sie hätten einen alten Mann auf einer Wolke sitzen sehen, wa? Meine Fresse, was hat denn dieser Jesus schon dolle geleistet? Gut, der hat Tote zum Leben wieder erweckt. Na und? Das macht Frau Hesers jeden Morgen. Warten. Oder dieser Moses, ja, hat das Meer geteilt. Na und? Walter Ulbricht hat ganz Deutschland geteilt. Ja, und abends dann macht der Papa
mit seinen Brüdern noch einen schönen Spieleabend, wa? Eine Runde Fleischmikado. Ja, oder ein Brettspiel. Homopoly. Ja, beim Skat verliert der Olle immer. Er traut sich ja nie, einen ordentlichen Stich zu machen, wa? Ja, so, und gegen 22 Uhr ist dann auch mein Tag zu Ende. Muss dann auch mal mein Schlüpperkeit am Bett hängen, wa? Dann gehe ich nochmal in den Schlafsaal zu die Schweizer Jade. Schreie rein, Licht aus und Ruhe im Glied. Menschens meine Fresse. Wer stört? Wer stört? Ach ja, Erzkardinal Ratzinger. Ich hab's schon abgenommen. Kannst du das Klingeln ausschalten? Danke. Ratzinger, ich bin bei Sie. Was ist los? Na hier in Lutherstadt-Wittenberger. Ja. Naja, ein bisschen hier so, na, ich erzähl doch keine Scheiße über Sie. Nein, keine Witze. Was haben Sie sich auf die Fresse gelegt? Morgen komm ich blasen. Pusten. Ja. Dann gibt's so viel an guten Nachtkuss, ja. Bis morgen, Pissy Coffee. So. So, und für Sie in der Tause gilt, wer meinen Anweisungen Folge leistet, kann auch morgen noch kraftvoll zubeißen. In dem Sinne, schönen Abend noch.